Are you ready? I am ready. Let's go. Niklas Matthei ist 18 Jahre alt und hat ein und hat keine Hobbys. Zares Hobby. Weil er keine. Leidenschaftlich gerne Falschparker jagt, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Heute ist er im sachsen-anhaltischen Gräfenhainichen auf Streife. Da vorne haben wir einen ersten. Treffer. Vor Niklas ist kein Parksünder sicher. Es ist Samstag und in der gerade fußgängerlosen Fußgängerzone wird ein Fahrzeug als Hindernis ausgemacht. So Leute, und hier habe ich schon mal die erste Frage. Muss man nicht 3 Minuten normalerweise warten? Da fliegen die Euros. Muss man nicht 3 Minuten warten, während... Oh mein Gott, Niki. Niki lässt einfach 25 Euro da, Leute. Aber soviel ich weiß... Ich weiß jetzt nicht, ob man da so parken darf. Ist das ein Gehweg? Ist das ein Fußgängerweg? Ich sag mal so, dadurch, dass davor ein Tor ist, was sehr wahrscheinlich aufgeht, ist das eine Einfahrt. Fragen über Fragen über Fragen. Und Niki schreibt, geile Videoidee, hat mir sehr gefallen, deshalb eine kleine Spende, die im Vergleich zu Real winzig ausschaut. Naja, dafür sieht etwas anderes, wenn man sich auszieht, größer aus als bei Royal, weil bei Royal ist etwas sehr winzig. Damit vielen Dank, Dankeschön auch für die Herzen. Dankeschön, Niki, vielen Dank, wirklich, du bist auch immer wieder am Start. Unglaublich, unglaublich, der Niki. Das Fahrzeug braucht. Und danke an alle, die Herzen fliegen lassen. Dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Wen behindert das jetzt hier? Wir wurden gerade behindert, wir sind ja da rechts hier laufen, wir mussten jetzt einen Schlenker nach links machen. Warum? Das Wort behindert, Leute, an dieser Stelle passt, aber in welchem Zusammenhang will ich nicht sagen. Tut mir leid, das will ich nicht sagen, in welchem Zusammenhang. Aber Chat, jetzt habe ich eine Sache schon mal, ne? Mein Vater hat ja eigenes Haus, hat auch so ein Dings, so ein Tor, nicht so Holzern, Gittertor. Es ist seine Einfahrt. Er darf vor der Einfahrt parken, auch wenn da ein Bordsteinkante ist. Da gibt es auch Rechtsprechung und so weiter und so fort. Das ist alles klar. Das bedeutet, sollte diese Einfahrt jemandem gehören. Egal, ich bin nicht vom Ordnungsamt. Ich denke mal, am Ende des Tages hat der Typ bestimmt kein Geld bezahlt. Oh mein Gott. Recht von Jerome und... Oh mein Gott, Alter. Die Herzen fliegen für einmal Co., meine Damen und Herren. Und... Damit sagt frech von Royal und Jerome, weil die ihn überboten haben. Der war eine Zeit lang auf Platz 1. Leute, Dankeschön. Vielen Dank an alle. Summit, Co., Royal, Niki. Wirklich. Moritz ganz mit dabei. Ganz neu. Thomas das 10. Mal mit dabei. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr hammergeilen Schweine hier. Wie heißt er nochmals? Anzeigenhauptmeister. Wisst ihr, was man machen könnte? Sich das Wort sichern, dass er das nicht mehr benutzen darf. Kannst du es mal erklären? Was ist Ihre Motivation? Um die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen. Weil die Leute denken, die können parken, wie sie wollen. Gerade jetzt zum Wochenende denken sie, es kommt kein Ordnungsamt. Aber dann kommen wir. Ich habe eine ganz wichtige Frage, Leute. Tut mir leid, wenn ich immer unterbreche. Aber ganz wichtige Frage. Im Hintergrund ist sein Fahrrad. Und sein Fahrrad steht seitlich. Ist das nicht eine Behinderung? Ich meine, auf andere Leute zeigen, aber selber? Na, fragwürdig, fragwürdig. Würde mich echt interessieren, was Experten dazu sagen. Der Verstoß kostet 70 Euro. Mit Hilfe einer speziellen Falschparker-App bringt der Hilfs-Sheriff das Delikt zur Anzeige. So, und dann vergebe ich noch ein Aktenzeichen, das ist in dem Fall OAV 327-24. Ja, Farbe, Silber, Standort wird automatisch erfasst. Und dann Vergehen, wähle ich halt aus Fußgängerzone, kann ich eingeben. Dieser Verstoß, die parkten auf dem Gehweg, auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg, auf dem Gehweg eines getrennten Rad- und Gehwegs, im Bereich einer Fußgängerzone, der durch Zeichen 239, 240, 241 oder 242.1 gesperrt war und behinderten dadurch andere.
Tatzeit wird automatisch erkannt. 12.54 Uhr festgestellt. Die Anzeige geht um 13 Uhr. Wirklich, sehr viele Deutsche heulen rum, wenn man das Wort nennt. Aber, meine Damen und Herren, Aumann, wir haben ihn gefunden. Jeder hat darüber redet, all die Jahre. Und er ist da, der Aumann. Der Aumann aller Aumanns. Wir haben ihn. Oh nein, sag mir, dass du keine Hobbys hast, ohne mir zu sagen, dass du keine Hobbys hast. Ja, das passt royal. Also gebe ich 13 Uhr ein. Das Timing stimmt. Die Anzeige ist gerade raus, da kommt der Fahrer. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja, ich fahre direkt. Ja, das parkt in der Fußgängerzone. Ja, ich habe bloß geguckt, die Frau ist in Urlaub, in der Post und so. Aha. Ich bin gleich weg. Ja, da hätte man aber auch auf dem Kirchplatz parken können. Ja. Ja. Der hat Ihnen jetzt schon ein Knöllchen gegeben, wie finden Sie das? Hab ich. Wäre das nicht, also Fantasie nennt ihn nicht, soll das nicht passieren, aber wäre das nicht geil, wenn der Typ einfach einen Pumpgang rausholt und sagt, heute nicht. Oh, das wäre so geil. Pech gehabt. Sehe ich dann Post oder? Ich denke mal vom Ordnungsamt. Das Ordnungsamt muss dann gucken, was es draus macht. Okay. Also da sind die Ordnungsämter unterschiedlich, manche versenden Knöllchen, manche nicht. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem wie viel die zu tun haben. Alles klar. Dieser Herr ist übrigens... Guck mal, Chat, bevor wir gucken, was dieser Herr übrigens ist, eine Sache muss ich noch loswerden. Aussage gegen Aussage. Ich kann sagen, wie gesagt, ich war vor der Einfahrt, aber es waren unter 3 Minuten. Der musste erstmal beweisen, dass er länger als 3 Minuten da stand. Und weil der alleine ist und der Mann ist alleine, ist das Aussage gegen Aussage. Dann kann er auch sagen, ich habe nur Briefe abgeholt. Aber jetzt gucken wir mal, was der Mann ist. Sein Nachbar. Doch Niklas kennt. Er ist sein Nachbar. Oh nein. Oh nein. Er ist sein Nachbar. Einfach den Nachbar anzeigen wegen Ordnungswidrigkeit. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich sag doch, wir haben ihn gefunden. Oh nein. Wisst ihr, was mir auffällt wegen meiner Dings Social Media Werbung? Guck mal da, Egel TV. Egel TV. Oh nein. Egel TV, zeig den Nachbarn an. Warte. Ich spule mal. Da sind die Ordnungsämter unterschiedlich. Manche versenden Knöllchen, manche nicht. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel die zu tun haben. Alles klar. Dieser Herr ist übrigens sein Nachbar. Doch Niklas kennt keine Gnade. Schließlich hat er ein ambitioniertes Projekt vor sich. Hey, Anton. Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben. Oh, wenn er in meine Stadt kommt und mein Vater anzeigen will, oh, das wär's. Papa, du kriegst beim Knastbesuch deinen Kuchen mit Nagelfeile drin, dass du rauskommst. Ey, ganz ehrlich, Leute. Was ist das denn, hier in Deutschland, jede Stadt irgendwie einmal einen angezeigt zu haben? Was ist das denn? Ey, wirklich, ne? Gib den Typen mal einen 50er oder so, schick dir mal einen Puff und gut ist. Und damit kommen sie ins Guinness-Buch der Rekorde. Kann sein, zumindest Deutsche. Naja, also das ist sicherlich eine Leistung, die ich als Erster verbracht habe. Ja. Heute sorgt er zunächst in seiner Heimatstadt für Ordnung. Das Fahrrad, Alter, das ist typisch ein Damenfahrrad aus den 90ern. Das ist ein Damenfahrrad aus den 90ern. Das Allergeilste ist, mein Charakter sieht wirklich aus wie der, ne? Ich kann nicht mehr. Damenrad geklaut, Alter. Im letzten Jahr hat er insgesamt 4000 Anzeigen geschrieben. Bei so viel Engagement drücken wir bei diesem Verstoß gegen die Vorfahrtsregel mal beide... Ah, jetzt kommt, ey, warte mal. Der hat die Vorfahrt missachtet wahrscheinlich jetzt. Ich muss noch eine Sache loswerden, sorry, aber das ist ganz wichtig, weil ich das frisch gesehen habe. Auf X, also Twitter, hat irgendjemand bei einer Stadt eine Anfrage gemacht und eine Antwort bekommen, dass 3900, weiß ich nicht was, Anzeigen angekommen sind. Aber von denen insgesamt wurden nur 22 Fälle, oh mein Gott, nur 22 Fälle wurden von dem Mattei-Typen bearbeitet.
Also nur 22 Leute haben wirklich eine Geldstrafe oder so bekommen. Und der Rest halt nicht. Das bedeutet, dieser Typ beschäftigt die Ämter im negativen Sinne. Zeitverschwendung. Augen zu. Anton, rechne mal Prozentrechnung schnell aus. Der nächste Fall. In der Gartenstraße steht ein Auto rechtswidrig vor einer Dönerbude. Ist das Ihr Auto? Ja. Der parkt auf dem Gehweg. Ich habe gerade eben Ware gebracht. Der typische Dönerverkäufer. Gerade eben habe ich diese Habi. Oh nein, Alter. Warte mal, er hat Ware gebracht, ne? Mal gucken, was er jetzt sagt. Ja, also Ein- und Ausladen halten dürfen sie auch hier. Ein- und Ausladen halten dürfen sie auch hier. Hier geht nicht, hier ist verboten. Ist ein Gehweg, darf man nicht. Hier dürfen sie halten. Solange wie es beim Halten bleibt, wären das 55 Euro. Ja. Jetzt drücken sie aber ein Auge zu, oder? Nee. Grundsätzlich nicht, nee. Also muss er das Ordnungsamt gucken, was es draus macht. Wie finden Sie das? Aber ich habe nicht ganz nachgedacht. Das ist vielleicht gerade 10 Minuten noch nicht mal. Okay, Leute. Wir haben also einen hart arbeitenden Dönerladenbesitzer oder Arbeiter, der Ware be- und entladen möchte. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Dönerspieß gesehen, wie schwer das ist? Oder wie fett die Dinger sind, je nachdem, was sie bestellen, aber generell. Wie unmenschlich muss man sein, wenn jemand in einer anscheinend ruhigen Verkehrssituation auf einem Gehweg parkt, wo noch locker Rollstuhlfahrer durchkommen, denke ich mal. Obwohl, wird schwer. Kommt auf das Modell an. Aber warum belästigt man arbeitende Leute? Ich verstehe das nicht. Wenn ich mal spazieren gehe, ich sehe so viele Fahrzeuge von Mechanikern, Handwerkern, was auch immer, die falsch parken, wo ich mir denke, wenn diese Leute nicht arbeiten, würde Deutschland schlechter laufen. Und dieser Typ hat nichts anderes zu tun, außer jemanden, der seine Ware be- und entlädt. Ah, das ist ekelhaft. Also das ist wirklich etwas, wo ich mir denke, nicht mit arbeitenden Leuten, vor allem nicht mit sehr wahrscheinlich selbstständigen Leuten. Ich kann auch meine Ware zeigen. Hier ist mein Laden, ich bringe meine Ware, ich lade auf und dann mache ich so und dann bringe ich zu meinem Parkplatz mein Auto. Dann wird die Lage dynamisch. Warum rufst du Polizei an? Was geht jetzt? Weiß ich nicht, wenn sie die Polizei haben wollen, kommen die holen. Bist du Polizei? Bitte, ich nicht. Zu mich. Ich bin Privatperson. Oh nein, das ist süß, bitte nicht film mich. Ach ja, ich als Türke muss da ein bisschen immer grinsen. Bitte nicht film mich. Wie geht das jetzt weiter? Ich rufe die Polizei. Ich rufe die Polizei. Warte. Genau. Für Niklas reine Routine. Denn allein in der 11.000 Einwohnerstadt hat er rechnerisch schon rund 8% der Bevölkerung angeschwärzt. Nein. Nein, Alter. Was ist... Ey, Leute, nochmals. Ich glaube wirklich, Autismus kickt hier richtig rein. Von 11.000 Leute hat der 8% angeschwärzt, 880 Leute. Oh mein Gott. Darf man in Deutschland nicht auf einen Gehweg parken? Nein. In der Schweiz darf man das grundsätzlich, solange der Weg breit genug ist. Du darfst in Deutschland 3 Minuten halten, zum Beispiel auf einem Weg, auf einer Straße. Du darfst keinen Warnblinker anmachen, das kostet Geld. Weil ein Warnblinker ist wirklich, das habe ich mir von Polizisten sagen lassen, Leute, by the way. Warnblinker ist, also dafür kriegst du ein Bußgeld. Weil Warnblinker ist wirklich halt, Achtung, Unfall, Achtung, irgendwas ist vorne, fahr langsamer. Aber wie gesagt, wie mir das gesagt worden ist, und mein Onkel wurde auch mal belehrt vom Ordnungsamt, weil wenn wir zu Oma gehen, da be- und entladen wir auf der Straße. Und das ist eine ruhige Straße, das ist keine Hauptstraße oder so. Und da wurde halt gesagt, ja okay, weil meine Oma auch mit ausgestiegen ist, man darf nicht auf dem Weg parken oder sowas, Radweg darf man nicht blockieren. Aber wie gesagt, 3 Minuten und wenn man sagt, ey Oma, ein- und aussteigen, niemand würde was dazu sagen, außer der hier. Ich schwör's euch, der wird sogar was sagen, wenn ich gerade mit meiner Oma unterwegs bin und dann vor der Haustür bleibe, stehen bleibe mit dem Auto und die aussteigt.
Hier in Gräfenhainchen zum Beispiel habe ich letztes Jahr 32.875 Euro erwirtschaftet. Hat er nicht. Ich habe es euch doch gerade gesagt, ne, mit dem X-Beitrag. Er hat das nicht erwirtschaftet. Er lügt. Ihr könnte sagen, im Wert von Dings angezeigt, aber ob so viel gekommen ist, weiß ich nicht. Und mit 902 Falschparkern oder 903 sogar. Ja. Lügenpresse, halt die Fresse. Guck mal, sein Schlüsselanhänger. ADAC, was steht da? Was? Ich drehe meinen Kopf. Dein Leben. Was mein Leben? Warte mal, das geht doch besser. Wer hier bei Montana Black, den Amateuren? Für dein Leben. Ah, okay. Gut. Hauptsache Abus-Helm, bei dem läuft. Jetzt haben wir übrigens ein Parken, jetzt kostet 70 Euro und ein Punkt. Weil es ist ganz offensichtlich kein Ein- und Ausladevorgang mehr. Ja, Alter, was ein Penner. Er ruft die Polizei, um zu diskutieren. Und jetzt sagt er, das ist jetzt ein Parken, kein Ein- und Ausladen mehr. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ey, ich kann nicht mehr. Oh. Dann kommt die Verstärkung. Das ist auch ein bisschen kritisch. Er stört sie beim B- und Entladen und sagt dann, das ist jetzt Parken. Und die sagen, ja, dann ruft Polizei, weil die halt wissen wollen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Und die Polizei, Freund und Helfer, klärt natürlich diese Situation. Aber guck mal, diese Armbewegung, Royal, du hast Österreicher, analysier mal in dem Winkel und so. Ist das ein Zeichen oder nicht? Niklas Mattei macht Meldung. Hallo, Anzeigenhauptmeister und Mattei. Also es geht um den Falschparker. Anzeigenhauptmeister Mattei. Ich habe ihn halt erfasst und ja, wollte halt letztendlich, dass die Polizei dazu kommt, habe ich den Wunsch den jetzt erfüllt. Dann gehen wir mal zu den Herrschaften hin. Unter dem wachsamen Blick des Anzeigenhauptmeisters findet der Parkverstoß ein jähes Ende. Niklas hat aber noch ein weiteres Anliegen. Kann ich hier so lange so... Hey, Alter, guck mal, wo der Mann parken muss. Leute, nochmals, arbeitender Typ und ein Typ, der am Wochenende nichts anderes zu tun hat. Guck mal, was für ein Weg das ist. Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, ja, aber das ist doch wenig oder sowas. Meint ihr, der hat im Kofferraum nur irgendwie so Dings? So zwei, drei Gurken oder sowas? Der hat Getränke in Paletten und so weiter. Also, das ist scheiße. Ja, die Cops, Alter, die tun mir auch leid. Die müssen leider jeden Anruf müssen die ernst nehmen und annehmen und auch, wenn gerufen wird, kommen. Kann ich hier so lange so ein Symbolfoto vom Streifenwagen machen, so ein Befahrer und sowas? So ein Symbolfoto, also so... Bullfoto? Vom Streifenwagen? Sie selber oder mit der Kamera? Ach du Scheiße, guck mal, kaum fragt er nach einem Bullfoto, ist einfach Bitbull da. Bitbull, geh dahin, der will ein Foto mit dir. Und moin Musti, grüß dich. Solange ich jetzt also ein Foto drauf bin. Ja. Ein kurzer Schnappschuss für die private Einsatzdokumentation. Polizvieh. Oh nein. Und seit wann muss man Dings Kennzeichen zensieren, Leute? Also von Polizeiauto, Öffentlichkeit und so weiter. Hä? Also generell so Kennzeichen und gezielt, wenn du gezielt ein Auto aufnimmst, ja, Panoramafreiheit, wo du einfach nicht ein Auto gezielt aufnimmst, sondern rumläufst, nein. Aber Polizei muss man nicht zensieren, so viel ich weiß. Öffentlichkeit. Wäre der öffentlicher Dienst. Fetischist vielleicht selbst gerne Polizist? Und guck mal hier, hier ist das Kennzeichen zu sehen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, so geil, Alter. Hier ist das Kennzeichen einfach zu sehen, Junge. Ich kann nicht mehr, das ist so geil. Ey, das ist so geil, Mann. Warte mal. Oh, das ist genial. Das ist Comedy. Warte. Es gibt irgendwo, ich guck mal ganz kurz, es gibt irgendwo einen Fernsehsender, das suche ich gerade.
Da wird eine Frau zensiert. Also ihr Gesicht. Und dann ist der nächste Typ dran, der Interview macht und die Frau ist im Hintergrund zu sehen, also ihr Gesicht. Und die reden, glaube ich, über irgendwie kolumbianische Mafia oder sowas. Also es ist unglaublich. Ah, hier, ich hab's. Nee, das ist das nicht, aber das ist genauso. Guck mal, das meine ich. Guckt euch das mal an. Also ja, ich will nicht gezeigt werden, denn ich bin eine Schwerverbrecherin. Nein, wenn die Schwerverbrecher mich finden, dann werde ich gelyncht. Ich kann nicht mehr. Oh nein, das tut mir weh. Ja, ich kann nicht mehr. Ich kann, das ist doch, genau so ist das auch hier bei dem Auto. Bei Ihnen steht ja auch Polizei vorne dran. Nee, nicht ganz. Also, da steht Polizvieh. Also das, was eigentlich ein E normalerweise ist, das ist hier bei mir ein F. Das habe ich quasi ein eigenes Wort kreiert, was halt so mit... Strigelne Riffigel, das ist auch mein eigenes Wort, Leute. Ja, nicht mal verboten. Also verboten sind halt nur Hoheitszeichen. Also ich dürfte jetzt mal kein Bundeswappen, also so ein Bundesadler oder sowas, oder Sterne auf dem Arm. Den deutschen Adler! Den sehe ich sehr oft bei AfD-Demos in Deutschland. Solche Hoheitszeichen dürfte ich halt nicht verwenden, aber der Schriftzug an sich ist nicht verboten. Und schon gar nicht, wenn er halt abgeändert ist. Der Anzeigenhauptmeister ist unterwegs zu seinem nächsten Fall. Eine Anwohnerin hat offenbar alle Fünfe gerade sein lassen. Der parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt hier langlaufe, ich werde dadurch behindert. Kann ich ja mal demonstrieren, dass die Behinderung verwirklicht ist. Da mache ich das nämlich immer mal ganz gut. Achtung, 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 Leute. Wieder eine Ordnungswidrigkeit. Wenn er schon darüber redet, müssen wir auch darüber reden. Ne? Also wir sind jetzt auch hier korrekten Korinthenkacker. Wir sehen können, sind da Garagenhofeinfahrt. Jetzt gerade eben, was der macht, ist auch verboten. Ich kann weder rein noch raus, weil er sein Fahrrad dort abgestellt hat. Das, Leute, ist streng genommen schon eine Behinderung im Straßenverkehr. Nochmals, wie ich gesagt habe, Vater, Hof, Einfahrt und deswegen weiß ich so viel darüber Bescheid. Das ist gerade eine Behinderung, die er macht. Also während er darüber redet, dass er eingeschränkt ist, behindert er selber den Straßenverkehr, auch wenn das eine Einfahrt und Ausfahrt ist, die privat ist. Man geht oder kommt aus dem Straßenverkehr, deswegen zählt das. Der Typ. Natürlich, er kann sein Fahrrad zur Seite schieben und so weiter. Ja, das stimmt, aber das, was er macht, wie gesagt, Korinthenkacker, wenn der so ist, sind wir auch so, deswegen. Da mache ich das nämlich immer mal ganz gerne so, stelle ich mein Fahrrad einfach ab. Laufe ich jetzt als Fußgänger hier, muss jetzt einmal drumherum ums Fahrzeug und schon haben wir die Behinderung verwirklicht. Ja, das Auto dahinter wird auch behindert. Während er sagt, dass er auf einer leeren, ruhigen Straße. Also wirklich, Leute, das muss Autismus sein. Während er demonstrieren möchte. Das auf der Straße laufen, weiß ich jetzt nicht, ob das links ist. Weil er macht ja eine Demonstration. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt persönlich sagen, er behindert ein Auto. Auch wenn er unmittelbar in der Nähe ist, dort darf man nicht generell stehen. Und wie gesagt, Ein- und Ausfahrt zum Hof. Das ist die Behinderung dabei. Was einen hält. Kostet 70 Euro und einen Punkt. Willst du dir nicht mal Arbeit suchen oder so? Hab ich. Echt? Ja. Naja, wo wäre denn das Problem, das Fahrzeug auf der Straße zu parken? Wie der da hinten, der kann's doch auch. Gib dir mal Arbeit und dann ist's gut. Hab ich. Hallo, hakt's wirklich. Apropos Arbeit. Niklas macht gerade eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Als Testobjekt. Oh nein. Oh nein, ich kann nicht mehr. Ja, ja, medizinischer Bereich. Als was denn? Interessiert trotzdem mich aber treibt trotzdem. Er mit seinem Wochenendhobby den Blutdruck von so manchem gewaltig nach oben. Mach dich ab, du Vogel. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Also mache. Oh nein, das ist Deutschland. Der Allmann. Mach dich ab, du Vogel. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Also mache. Ja. Ab, jetzt stehst du auch auf dem Grundstück. Also. Ja, das nicht einzuhören, darf man ja auch.
Gott, ich krieg Kopfschmerzen. Ist nicht eingezäunt, darf man auch? Ja, die Frau hat aber gesagt, du sollst gehen, darf man nicht. Wenn das die Hausbesitzerin ist und sagt, geh weg, Hausrecht und so weiter, dann darf man das halt nicht. Ah, ich kann nicht mehr, Leute, wirklich, der Mann, der tut mir weh, Alter. Autismus kickt. An den Knöllchen verdient er nichts. Eine Beleidigung ist da schon lukrativer. Manchmal sagt der Beschuldigte so bei der Polizei aus, ja, ich hab's nicht so gemeint. Ist noch ein eindeutiger Beweis. Erhebe ich denn Privatklage, also zivilrechtlich, auf Schadensersatz beim zuständigen Amtsgericht? Und dann kann ich damit abkassieren. Das heißt? Naja, da gibt es vielleicht mal 50 Euro, mal 100 Euro, also so eine kleinen unteren dreistelligen Beträge. Weiter geht's. Die Nervensäge im Namen von Recht und Ordnung hat einen Volkswagen im Visier. Der parkt auf der linken Fahrbahnseite. Aber die anderen ja auch. Nee, die parken rechts. Und der parkt links. Also Fahrtrichtung links. Die parken in Fahrtrichtung rechts, der in Fahrtrichtung links. Kfz-Nummer 112042 kostet 15 Euro. Warum machen Sie das? Stört doch eigentlich niemanden. Das ist halt gegen das Gesetz. Ja, und wo kein Richter? Nee, wo kein Kläger, dort kein Richter. Ey, Leute, ich glaube wirklich, ne? Das war so dieser Typ früher. Aber Herr Lehrer, wir hatten doch noch Hausaufgaben. Wo ist das gegen Gesetz? Ja, Dings, Ordnungswidrigkeit. Gesetz ist das jetzt nicht. In dem eigentlichen Sinne. Doch eine Ordnungswidrigkeit ist doch auch, ist ja in den Gesetzen geschrieben. Ja, können wir uns wieder streiten. Straftat nicht, Ordnungswidrigkeit, ja. Für 50 Euro können Sie vielleicht im Rathaus zwei neue Glühbirnen kaufen. Also kommt es auch der Stadtkasse zugute. Dann, kurz vor Feierabend, gibt es für Mattei noch einen Sechser im Lotto. Wow! Diese Schild heißt, Achtung, du nix dürfen rein hier. Rasse aufpassen, Alde. Jetzt bin ich gespannt, was der gefunden hat. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Seid ihr auch gespannt? Sechser im Lotto. Ich erwarte Großes, dass abgeschleppt wird. 7 Falschparker auf einen Streich. Bei dem kommt noch dazu Parken vor einer Bordsteinabsenkung. Das darf man auch nicht. Ah. Das darf man auch nicht, sagt er. Aber nochmal so, Leute. Ich hab's schon gesagt. Wenn das dein Grundstück ist, darfst du als Grundstückbesitzer davor parken? Wie gesagt, nochmals, ne, die Situation habe ich nämlich oder gibt es. Und bei uns läuft gerne das Ordnungsamt sehr gerne hier vorbei auf den Straßen, weil ich hier wohne. Die schmutzige Sau. Nein, ist halt nun mal so, das Ordnungsamt gegen Ende des Monats laufen die rum. Ich sehe wirklich, ich spaziere sehr gerne, Leute. Ich sehe mehr gegen Ende des Monats Ordnungsämter patrouillieren als Anfang oder Mitte. Auch nicht, wenn es die eigene ist? Rechtlich nach StVO nein. Ja, nach StVO nein, aber das Gericht hat dagegen entschieden, dass man als Besitzer davor parken darf. Der Grund, warum er die ganze Straße in Sippenhaft nimmt, ist einfach. Mehr oder weniger. Hier steht Verkehrszeichen 350, Verbot der Durchfahrt für alle Fahrzeuge. Heißt, die dürfen ja nicht reinfahren, demzufolge auch nicht parken. Das ist in dem Fall Parken in einem Verkehrsbereich, der durch Zeichen 250 gesperrt war. Bilanz der drei. Also, seine Aussage ist, die Straße war oder ist gesperrt und deswegen darf man da nicht parken. Aber beweis doch mal erstmal bitte, dass die Leute dort nicht einfach stehen bleiben, dass die ihre Autos nicht bleiben, mit Bus und Bahn fahren und die Autos dort die ganze Zeit stehen. Wie kann man Fotos machen und sagen, ja, dass Autos hier rein und raus gefahren sind. Ich sehe hier nur eine Sache. Und das ist klar. Stehende Autos. Keiner fährt, keiner macht irgendwas. Die Autos stehen. Also wen oder was willst du da anzeigen? Ich verstehe das nicht, Leute. Diese Logik ist so kaputt. Das ist broken, Alter. Die CD ist kaputt. Wechsel mal CD-Spieler aus. Diese Situation ist aktuell Schrödingers Auto.
Waren die Autos drin oder sind die Autos reingefahren? Wir sehen nur stehende Autos. Es kann beides sein. Und nochmals wegen den abgesenkten Bordsteinen. Was ist, wenn diese Person wieder nur 3 Minuten dort hält, nicht parkt, hält? Ey, dieser Typ, Alter, der sollte sich mal Hobbys suchen. Ich würde ja sagen, eine Frau suchen, aber welche Frau mit normalem Verstand würde mit denen ausgehen? Meine ich ernst. Dreistündigen Streife, 12 Anzeigen wegen Falschparkens. Davon kann die Gemeinde jetzt eine Menge Glühbirnen kaufen. Es gibt einen Bürgermeister, der will mit denen nichts zu tun haben, der will ihn aufhalten. Ein neuer Tag im Kampf um die Straßenverkehrsordnung. Für den Knöllchenjäger geht es heute von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen. Das Deutschland-Ticket macht es möglich. Sie sind ein Denunziant. Naja, gewissermaßen kann man das dann so sagen. Denunziant ist ja jemand, der alle anscheißt. Also wenn man das so aus der Perspektive betrachtet, kann man das halt schon so sehen. Also wäre jetzt jedenfalls nicht verkehrt. Der wird seine eigene Mutter ohne zu zögern anzeigen. Ich schwör's euch auf alles. Ohne zu zögern würde er seine Mutter anzeigen vom Allerfeinsten. Also so heftig, das werdet ihr. Er zeigt die Mutter so an, Alter. Das kann man sich nicht vorstellen. Die arme Frau. Finden Sie aber nicht schlimm. Nee. Warum nicht? Naja, weil das letztendlich, was ich tue, die kommt halt der Allgemeinheit zugute. Das schadet zwar dem Einzelnen, der Falschparker. Der Allgemeinheit zugute, Alter, du zeigst jeden an, du machst Deutschland-Tour, du belästigst Städte. Mann, wirklich. Er belästigt Städte vom Allerfeinsten, Leute. Man kann das nicht gut reden. Es kommt niemand zugute. Ob eine Stadt, jetzt Fakt, ob eine Stadt durch ihn, und das ist ein Fakt, 40.000 Euro mehr oder weniger hat, eine Stadt, die Gewerbesteuer einnimmt, und die Gewerbesteuer geht schon an die Stadt direkt, die Ordnungsämter hat. Die paar Euro, die der einspielt, Alter. Bei meinen, der sich bei dem bedankt. Kein, du wirst keinen finden, außer Leute, die genauso sind wie der. Und das sind wahrscheinlich so 75-jährige Opis. Er wird auch sehr, natürlich wird er seinen Sohn anzeigen. Sein Sohn spuckt vor den auf den Boden, der geht direkt zur Polizei und sagt, nehmen die ihn fest, 6 Sterne. Aber die Allgemeinheit, die hat einen Nutzen davon. Buxtehude, 11.30 Uhr. Der Helm sitzt. Der geht Montana Black anzeigen. Der sucht Montana Black. Einfach Buxtehude, Alter. Der will den kaputt anzeigen. Ach nee, Digi, lass mal gut sein. Nee, das ist ein absoluter Halteverbot. Nee, Digi, verpiss dich. Verpiss dich, du. Nee, das geht jetzt Anzeige wegen Beleidigung. Das geht doch nicht. Ach komm, Alter, hau ab. Siehst du, dass du Land gewinnst? Och, nö. Kann ich ihn Gönnergy, Diggi? Hier, nimm Gönnergy. G steht für Gönn. Ach. Kommt der von der Buxtehude, Alter. Schon auf dem Bahnhofsvorplatz fallen dem Anschwärzer vom Dienst abgelaufen. Warte mal, Montana Black hatte doch immer Fahrradstream. Und der ist voll wie eine Sau gefahren, was ich auf TikTok alles gesehen habe. Der ist von links nach rechts, ohne Licht, mit Licht, keine Ahnung, mit Handy am Steuer. Boah. Matthai hat den verfolgt. Och nee, Stream-Sniper-Dinge, gar keinen Bock. Eine TÜV-Plaketten auf. Ich kann das nicht bleibt mehr. Nicht ungeahndet. Das haben sie so schnell gesehen. Ja, kennt man doch schon an der Farbe. Der hat Montes Lambo gesehen. Den kennt man an der Farbe. So, liebe Schweiz und Österreicher, das da oben ist eine TÜV-Plakette. Und da steht halt, wann dein TÜV abläuft. Und er zeigt halt alles und jeden an. Weil deren TÜV abgelaufen ist. Ja, aber gleich im nächsten. Die ist seit November. Die ist schon im Bußgeldbereich. Guck, was ich gerade gesagt habe. Das Fahrzeug wird gezielt aufgenommen, deswegen zensiert. Das Fahrzeug nicht, deswegen wird es nicht zensiert. Panoramafreiheit, Persönlichkeitsdings. Buxtehude scheint ein heißes Pflaster zu sein. Also ich war auch schon in Gemeinden. Da habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich den ersten gefunden habe. Und hier habe ich jetzt 3 in den ersten 10 Minuten. Die Stadt, ein einziger Park Sündenpfuhl. Genug zu tun für den informellen Mitarbeiter der Ordnungsmacht. Nach nur wenigen Metern fällt ihm ein Verstoß nach § 12 Absatz 4 StVO auf. Macht 55 Euro. Ich wette, B oder Entladen oder Paketbote. Irgendwie sowas kommt jetzt. Das steht auf dem Gehweg. Auf dem Gehweg darf man mit dem Kraftfahrzeug nicht fahren. Nicht halten, nicht parken, nicht drauf fahren. Achso, und wer sind Sie?
Ich bin Privatperson, der deutsche Anzeigenhauptmeister. Bitte? Der deutsche Anzeigenhauptmeister. Ja, super. Ja. Mann, der stellt sich als deutscher Anzeigenmeister dar. Ja. Dann schreibt, also vom Verein, wir sind die großen Denunzianten, oder wie? Nee, den Verein kenne ich auch nicht. Ja, da sind Sie aber offensichtlich drin involviert. Ja. Er ist ein Denunziant. Fertig. Wir haben da unser Büro, wir dürfen selbstverständlich hier kurz anhalten und Sachen da reinbringen, das machen wir gerade in den Tisch. Und er hat nichts Besseres vor, als uns zu fotografieren, mein Recht auf Privatsphäre einzuschränken. Dann rufen Sie jetzt die Polizei, dann klären wir das. Gut, dann machen wir das natürlich. Hallo, können Sie bitte... Hallo? Hallo, hören Sie mich? Nein, piep, 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 piep. Ja, können Sie bitte einen Streifenwagen schicken? Hier gibt es Streitigkeiten mit einem Falschparker, den ich halt als Privatperson erfasst habe. Und der ist nicht damit einverstanden, dass ich ihn erfasst habe. Und der hätte gerne die Polizei dazu. Das ist folgendes Problem. Wir räumen gerade in unserem Büro ein paar Tische aus und ein. Und jetzt kommt dieser Vogel hier an und fotografiert hier offensichtlich sämtliche Autos hier an der Straße. Hm? Und hat hier vorne an seinem Fahrrad so eine Bezeichnung. Polizifei, also ist er, nicht ganz. Er sieht so ein bisschen danach aus, als ob er so tut, als ob er Polizist wäre. Der Betroffene ist Rechtsanwalt, aber über die Auslegung von Recht. Was? Der ist Rechtsanwalt, der Junge regt. Alter, der hat keine Angst, der hat nicht mal vor Gott Angst, glaube ich, Alter. Einfach gegen. Oh mein Gott, ey. Kann nicht mehr. Der Betroffene ist Rechtsanwalt. Aber über die Auslegung von Recht und Gesetz. Ich wette, ich könnte den finden, Leute. Rechts ist Apotheke, links ist Hermes-Shop. Ich würde diesen an die Anwaltskanzlei finden. Guck mal, es müsste so sein. Der Hermes-Shop hat entweder die Hausnummer 52 oder 48. Die Apotheke auch. Hausnummer entweder 52 oder 48. Das heißt, wir würden ganz genau wissen, wo der Anwalt ist. Es herrscht Uneinigkeit. Unternehmer ist noch ein Friseur. Darf der das? Warum haben Sie das da dran? Das ist scherzhaft. Scherzhaft? Aber das, was Sie hier das machen... Das hat der Name nicht zu tun. Aber das, was Sie hier machen, ich habe irgendwie den Eindruck, dass Sie das nicht scherzhaft meinen. Das nicht, aber das meine aber ich aber das ist wieder scherzhaft. Da müssen wir uns jetzt aussuchen, was Sie scherzhaft meinen und was das nicht. Das hat der Name. Nein, ich glaube, dass Sie sich hier ein Amt anmaßen, was Sie nicht haben. Aber das kann ja gleich die Polizei klären. Warte mal, was ist das für ein Laden da? Ach, haben wir jetzt nicht gesehen. Da kommt sie schon. Doch auch die echten Beamten sind offenbar nicht richtig zu erkennen, meint zumindest der Polizist. Was? Das Kennzeichen ist aber dreckig. Nein! Oh nein! Oh nein, das Kennzeichen ist dreckig. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das Kennzeichen ist dreckig. Ich kann nicht mehr. Der wird jetzt die Polizei fotografieren und anzeigen. Der wird die Polizei kaputt machen. Nein, der kriegt noch Schatz. Der wird gleich geklüppelt vom allerfeinsten, Alter. Schlagstock in den Arsch, Alter. Gleich geht's richtig ab. Der kriegt gleich Taser, Pfefferspray, alles auf einmal. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Oh, der will die Polizei belehren! Er muss erstmal Dings SEK gleich anrufen, Alter, wegen Kennzeichen. Die Staatsanwaltschaft. Die haben aber schon seine Nummer blockiert. Ich kann nicht mehr, ja. Und dann ruft die Feuerwehr RTW, die sollen das Auto abspritzen. Oh nein. Und dann gleich packt die Polizei, wenn die kommt, falsch. Und der belehrt, der macht Fotos mit seiner App. Er macht Fotos mit seiner App und zeigt die Polizei an. Oh, ich kann wirklich nicht mehr, ja. Ich kann nicht mehr. Das Kennzeichen müssen die auch mal sauber machen. Das Kennzeichen wäre schön, wenn sie das gleich mal sauber machen würden. Wenn das irgendwann nicht mehr lesbar ist. Sagt, die Polizei soll die Kennzeichen sauber machen. Ja, müssen sie jetzt noch nicht. Jetzt geht das noch, aber wenn es noch dreckiger wird, dann kostet das irgendwann auch mal 5 Euro. Ey, jetzt mal im Ernst, das ist ja wirklich wie bei Big Bang Theory, der Sheldon Cooper, dieser Penny, wo der dann immer irgendwas sagt, oder der klopft an die Tür, klopft immer dreimal dieses Penny,
Penny. Und wenn ihr mir vorzeitig die Tür öffnet, dann klopft er nochmal irgendwo gegen. Genau so ist er auch. Sheldon Cooper, sein Sohn. Ja. Das ist ein selbstkreiertes Wort. Also der da meint, dass es tatsächlich echt ist. Das steht auch nicht Polizei. Nee. Ist das keine Amtsanmaßung? Überhaupt nicht. Ach ja, und falls Sie mal auf der Wache Zeit haben, das Kennzeichen wäre vielleicht gut, wenn Sie es euch mal sauer machen. Also muss jetzt noch nicht, aber wenn es halt immer weiter dreckig wird, sieht halt so nicht so schön aus. Ich kann nicht mehr. Oh, Leute. Ich kann nicht mehr, ja. Ich kann wirklich nicht mehr. Er belehrt die Polizei. Er belehrt einfach die Polizei. Was? Der hat von niemandem Angst, Alter. Und ich kann euch mal was zeigen. Einen Moment. Es lohnt sich. Einen Moment. Mach mal lieber Screenshot, bevor irgendwas geleakt wird hier. Ich hab's nämlich gefunden. Jetzt achtet mal drauf, Leute. Detektiv Yankee und 91. Bam! Mit mir davon auch Geotagging nicht spielen, Alter. Da, wo der Dings ist, da ist die Polizei jetzt gerade. Wo ist das Bild hin? Da ist das Bild wieder. Also, ihr seht doch dieses Silent Wars oder so, ne? Das ist genau da, wo der rote Punkt ist. Da gegenüber ist die Praxis Oligwas. Chirurgie. Da seht ihr Apotheke im Marktkauf. Das ist die nicht. Der ist auf jeden Fall auf der Bahnhofstraße. Er ist auf der Bahnhofstraße. Da muss man nach Wien kommen. Nee, Royal, ich habe gesagt, der soll mal nach Duisburg-Marxloh. Da sind größtenteils nur Türken unterwegs. Wenn er sich traut, soll er mal dort mal was machen. Zeit zum Putzen haben die Beamten ja. Boah, lass mal die Herzen fliegen für Wasmun, Alter. 70 Monate lang, Junge. Was mit dir los, Wasmun? Zu Recht VIP hier. Jetzt immer wieder am Start. Super Arbeit Supporter. Machen. Super hammergeiles Danke. Super Herzen fliegen. Hase und Igel in Buxtehude. Und auch Meister Petze ist immer schon da. Also die dürfen ja nicht stehen. Warte, will ich mal sehen, warte mal. Und auch Meister Petze ist immer schon da. Okay. Ja, das stimmt. Also die dürfen ja nicht stehen. Und der noch dazu auf dem Gehweg. Macht wie viel? Mit Behinderung 70 Euro und ein Punkt. Und der hat eine abgelaufene TÜV-Plakette. Oh, das tut weh. Ich denke nicht, Royal. Leider ist Spiegel-TV manchmal so, dass sie so sehr viel schneiden und gar nicht erzählen, was als nächstes passiert. Ich glaube nicht, dass der Jurist fürs B und Entladen eine Dings bekommen hat, eine Klage. Kann ich mir nicht vorstellen. Seiner Passion geht er schon seit 3 Jahren nach. Er ist 18, seitdem der 15 ist, ist er auf den Kopf gefallen. Okay, wissen wir Bescheid. Da kommt was zusammen. Ich war letztes Jahr in 84 Städten und Gemeinden in Deutschland. Und ich habe insgesamt für alle Städte und Gemeinden, wo ich war... Bruder, 84 Städte, was ist denn da los? Ich verstehe das nicht. 140.995 Euro erwirtschaftet. Hat der nicht nochmals, Leute. Der sagt zwar 144, weiß ich nicht was. Er weiß am Ende des Tages nicht, ob das Ordnungsamt, die Stadt, diese Anzeige aufgegeben hat oder nicht. Er hat Platin-Trophäe, ja... Ach, den Trophäe des, ich sag's mal lieber nicht. Aber wie gesagt, das, was der macht, komplett schwachsinnig und doof. Das ist mehr Belästigung als alles andere. Das ist nichts Gutes und so zu tun. 100, guck mal, er war in, was? 84 Städte, 48, was war das? Städte und Gemeinden in Deutschland.
Ich war letztes Jahr in 84. 84. Und hat so wenig Geld laut seiner Sicht erwirtschaftet. Das ist wenig, Alter. Städten und Gemeinden in Deutschland. Und ich habe insgesamt für alle Städte... Guck mal, er hat ja... Eine Sache muss ich loswerden. Er hat doch gerade eben gesagt, dass dieses Falschparken und Behinderung ein Punkt in Flensburg ist. Sagen wir mal wieder, diese Person, die dort geparkt hat... Egal ob richtig oder nicht, die Person, die dort geparkt hat, hat einen selbstständigen Beruf, eine selbstständige Tätigkeit und ist darauf angewiesen, Auto zu fahren. Und er hat schon genügend Punkte, er ist gerade am Abbauen. Jetzt kommt dieser eine Punkt, der dafür sorgen könnte, dass der Mann komplett gebumst ist. Komplett. Nur wegen so einem Typen, der nichts Besseres am Wochenende zu tun hat. Kann nicht mehr, ja, ich kann nicht mehr. Wird die Reaction auf YouTube kommen? Vielleicht Zweitkanal, mal gucken. Wäre eigentlich gut, oder? Mülltonne auf und rein mit ihnen. Nein, nein. Gemeinden, wo ich war. Einfach Verbot geben, Alter, wirklich. Sollen die ganzen Leute, die mit Absicht falsch parken, den ganzen Mafiosis und so weiter und so fort Schutzgeld geben, dass der nicht kommen darf? NRW-Verbot. Ja, Punkte kann man abbauen, Summit, aber trotzdem ist das nichts Gutes. 140.995 Euro erwirtschaftet. Ja, und das hat eine Menge Geld. Mit 4.247 Anzeigen. Warte mal, es wurde ja gesagt, Mülltonne rein und rein mit ihnen, ne? Am Ende wird er den Hausbesitzer der Mülltonne anzeigen, weil die Mülltonne einfach falsch auf dem Gehweg stand oder so. Oh nein, Alter. Der kommt da raus aus der Mülltonne und macht erstmal Fotos von der Mülltonne, nicht weil jemand den reingeworfen hat, sondern weil die falsch steht. Nur im letzten Jahr? Ja, nur im letzten Jahr. Davor, die Anzeigen kommen ja auch noch dazu. Aber für letztes Jahr, also für 2022 habe ich noch keine Statistik erstellt. Mit der Statistik, das mache ich erst seit 2023. Die jahrelange Erfahrung schärft den Blick fürs Detail. Eine mit 7 Metern ausgewiesene Ladezone kommt dem Kundschafter verdächtig. Dich zugeparkt vor. Da nimmt er lieber noch einmal Maß. Das sind 6. Bis gleich, Royal. Ich habe eine Frage, Leute. Ist das gerade im Winkel? Oder geht der nicht ein bisschen nach links oder rechts? Verzerrt der nicht? Ist das mit dem Maßband, so wie der sein Maßband von nach A, nach B, nach C zieht? Ist das alles rechtens? Ich meine, ich habe mal gesehen, was die Polizei alles machen muss, um ein Auto wegen der Lautstärke, wegen dem Sound zu Dings. Ah, ich kann nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Ist das so rechtens hier mit Maßband, was 2 Meter lang ist? Zollstock, was 2 Meter lang ist, von A nach B zu schieben. Er muss es 4-mal schieben. Kann der mir wirklich garantieren, dass diese Messung unanfechtbar ist? Kann er nicht. Ja, also die 7 Meter gehen in dem Fall bis in etwa hierher. Ja, und die 7 Meter beginnen halt, wo das Schild steht. Das habe ich jetzt vermessen. Das muss ich jetzt googeln. Kreide auf Gehweg. Darf Kreide auf Straße malen? Mit Kreide malen ist erlaubt. Aber Kinder. Ja, es ist grundsätzlich klares Ja, okay. Schade. Und da steht halt drinnen. Genau. Aber muss der Autofahrer dann den Zollstock dabei haben? Muss er nicht, da muss er halt nur gut schätzen können. Hier in dem Fall hat er sich verschätzt. Ja, genau. Und was kostet das Verschätzen? Das kostet dem jetzt 25 Euro. Also da steht circa einen Meter im absoluten... Circa einen Meter. Aha. Das Wort circa macht schon alles kaputt. Der nicht gerade richtig. Guck mal, der schaut hier, dieser kleine stille Moment ist so ein kleines Autismus-Anzeichen, denke ich mal. Nicht, der muss halt nur gut schätzen können. Hier in dem Fall hat er sich verschätzt. Guck mal jetzt. Ja, genau. Ja, der weiß gar nicht, was er sagen soll.
Eagle TV. Ach, geh mir weg mit dem, ja. Was kostet das Verschätzen? Das kostet dem jetzt 25 Euro. Also da steht ca. einen Meter im absoluten Haltverbot. Genau. Das ist ca. ein Meter. Ist das nicht ein bisschen kleinlich jetzt? Ja. Circa ein Meter, ja. Oh, Herr Richter, wie oft wurde denn auf das Opfer eingeschossen? Circa, ja, fünfmal. Ja, was denn nun? Ja, siebenmal, circa. Sie wurden geblitzt. Hier darf man nur 50 fahren. Ja, wie schnell war ich denn? Ja, circa 55, 60, circa, man weiß es nicht. Also. Strafzettel beide vom Ordnungsamt, wenn du Post bekommst. So, sie wurden geblitzt. Das macht so circa 50 Euro. Mit dem Strafe zahlen sie das circa in 2 Wochen. Unsere Bankleitzahl ist circa 777, circa 5. Vielleicht ein bisschen mehr. Wir wissen es nicht. Alter, hau mir ab, Junge, Alter. Wirklich. Aber Gesetz ist halt Gesetz. Wenn da steht 7 Meter, dann steht da 7 Amateur. Meter und nicht 6 Meter. Ist auch egal, ob da jetzt hier so eine Pflastersteine sind, das spielt keine Rolle. Das Schild geht. Und das Schild sagt, das absolute Haltverbot geht nicht bis dahin, sondern bis dahin. Und somit steht da einen Meter im absoluten Haltverbot. Gerade waren es circa und jetzt links. Jetzt noch schnell eine abgelaufene Parkscheibe aufschreiben. Ah, ich kann nicht mehr abgelaufene Parkscheibe schreiben. Junge, der arbeitet für die Stasi, Alter, wirklich. Der redet doch aus, als ob der aus dem Osten kommt, was nicht schlimm ist. Aber Junge, der ist ein Stasi-Arbeiter. Ich schwör's euch. Bei dem gibt's noch die Grenzen DDR und BRD. Bei dem sind noch nicht die Bananen zum Kaufen angekommen. Circa. Kann nicht. Ich kann circa nicht mehr. Ja, da ist 12 Uhr angekommen. Dann ein Unfall. Nein. Das Dienstfahrrad ist umgefallen. Ja. Was passiert? Doch, ein Kratzer. Nein! Ich kann nicht mehr! Wenn Tante Karma zuschlägt, einfach, ich kann nicht mehr, ja, ich kann nicht mehr! Oh nein! Ey, warte mal! Polizei? Hä? Warum ist das schon Polizei? Den Unfallort darf man nicht verlassen. Das wäre Fahrerflucht. Ach, die haben das so gecuttet, okay. Also ruft er die Polizei. Dieses Mal in eigener Sache. Hallo. Erstmal Polizei anzeigen. Sie haben keinen Parkzettel, der gültig ist. Ich hatte angerufen. Verrückte Welt in Buxtehude. Mattei wird wegen einer Ordnungswidrigkeit belehrt. Und zwar von einer echten Polizistin. Chat, ich möchte eine Sache mal sagen. Guck mal, von der Polizistin die Hose ist ein bisschen enger geschnitten. Ich kenne jemanden bei der Polizei, der hat mir das gesagt, als er in der Ausbildung war und die fertig war. Die weiblichen Damen gehen extra zum Schneider und lassen sich die Hosen enger schneiden, also bewusst. Interessant, ne, was die Ladies so machen. Weil sie den Fehler gemacht haben, haben sie die Ordnungswidrigkeit begangen. Das, was ich Ihnen vorhin erklärt habe, die Belehrung. Das ist ja umgefallen. Also. Genau, aber Sie müssen dafür sorgen, dass das Fahrrad nicht umfallen kann. Oh nein! Er fängt an zu diskutieren! Der Anzeigenhauptmeister diskutiert. Definitiv nein. Ach ja, und wegen dem fallenden Fahrrad? Das geschieht dir recht, du dummer Hund! Ah! Ich kann nicht mehr. Ihm fällt das Fahrrad um, er wird belehrt von der Polizei und er diskutiert. Eagle TV. Wenn Sie es abstellen, weil Sie sind verantwortlich dafür. Der Verstoß, der kostet 35 Euro. Mhm. Sie können das hier vor Ort zugeben. Ich könnte Sie, wenn Sie eine EC-Karte dabei haben. Der wird es nicht zugeben. Der wird diskutieren. Hier vor Ort bezahlen lassen. Ansonsten würde ich das an den Landkreis schicken und Sie bekommen Post. Machen Sie an den Landkreis? Weil der Landkreis die zuständige Verfolgung. Er diskutiert, Alter. Er weiß nicht mal. Oh mein Gott. Ja, also machen Sie es an den Landkreis dann. An den Landkreis. Guck mal, aber er sagt die ganze Zeit automatisch ja, warte mal. Machen Sie einen Landkreis. Weil der Landkreis. Guck mal, die sagt, weil der Landkreis. Ja. Guck mal, die sagt, weil der Landkreis der und der sagt schon ja.
Weil der Landkreis, ja. Was? Ich muss doch zu Ende reden, ja. Weil der Landkreis, ja. Hä? Ich fange von neu an. Weil der Landkreis, ja. Junge. Weil, ja, mhm. Verfolgungsbehörde. Ja, dann machen sie es an Landkreis. Dann. An den Landkreis. Ja. Sicherheitshalber nochmal die Parkzeit beim Unfallopfer überprüfen. Nein! Nein! Der will jetzt, weil sein Fahrrad umgekippt ist und einen Schaden, einen kleinen Kratzer reingebaut hat, will er gucken, ob der Typ ein gültigen Fahrticket hat? Nein! Vielleicht hätte der ja gar nicht hier stehen dürfen. Ob der Parkschein, Parkdings abgelaufen oder nicht? Ja, cool, Alter. Ich fahre nächstes Mal in ein Auto rein und sage, der hatte keine gültige Parkscheibe. Interessiert mich nicht. gib mir mein Geld für mein zerkratztes Auto. Er durfte dort nicht stehen. Ja. Zweier. Bilanz des Tages. 27 angezeigte Ordnungswidrigkeiten. Kleiner Service-Tipp zum Ende. Niklas Mattheis nächstes Ziel ist Passau. Pass auf, dass dich keiner kriegt. Der muss das sein. Oh mein Gott. Oh Mann, Leute.